Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal wirklich auf dein Bauchgefühl gehört hast? In diesem Video geht es nochmal um Intuition, intuitiv leben im Alltag und wie du deine Intuition im Alltag auch aufrechterhalten kannst. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und hochsensitiv. Und ich lebe seit über 20 Jahren alkohol- und drogenfrei. Ja, eben, wie gesagt, das heutige Thema Intuition im Alltag leben. Und die erste Frage, die ich immer stelle, ist: Wie beginnst du deinen Morgen? Hast du eine schöne Literatur? Springst du aus dem Bett und es geht gleich zur Sache? Nimmst du dir ein bisschen Zeit für dich am Morgen? Schreibst du dir vielleicht eine Dankbarkeitsliste? Überleg mal, wie du dir deinen Morgen verbessern oder anders gestalten könntest, sodass du während des Tages ja davon auch zehren kannst. Also nimm dir unbedingt am Tag ein paar Minuten Zeit für dich. Das muss jetzt nicht der Morgen sein, also ich bin ein Morgenmensch, ich meditiere und schreib meine Listen oder Tagebuch lieber morgens. Andere, ja, bevorzugen eher den Abend. Fühl rein, wo deine Zeit ist. Oder es könnte auch während der Zugfahrt sein. Ich habe viele, viele Bücher beschrieben oder auch Tagebuch geführt, während Zugfahrten. Natürlich, ist auch möglich. Ja, und dann die nächste Empfehlung: Male regelmäßig. Du musst nicht malen können. Besorg dir einen kleinen Block, paar Stifte, es muss auch nicht ein Riesenarsenal an Farben da sein. Es reicht ein kleiner Tisch, vollkommen, mit dem habe ich auch mal irgendwann begonnen. Aber wichtig hierbei, um Intuition intuitiv zu leben, ist regelmäßig zu malen oder regelmäßig zu schreiben. Ja, es geht ja auch übers Journal. Um wirklich im Alltag von deiner Intuition profitieren zu können, ist tatsächlich Disziplin, ich weiß, das beißt sich ein bisschen, ne, ist Disziplin nötig und eine gewisse Regelmäßigkeit. Du musst dir vorstellen, es ist wie ein Muskel oder wie ein Muskel, den man trainieren kann und ja auch muss teilweise. Wie ein Muskel, der trainiert wird. So musst du dir das vorstellen mit der Intuition. Jeder hat die Intuition. Es ist in unseren Zellen drin. Wir sind damit geboren oder werden damit geboren. Also plane dir wirklich regelmäßig diese Zeit mit dir ein, die Zeit zum Malen, zum Schreiben und ja, lies Literatur, ganz wichtig, gute Literatur dazu lesen. Ja, das war ein morgendlicher Ausflug. Schön kühl. Auch das, geh raus so oft und so häufig wie möglich. Die Gefühle anderer Menschen beeinflussen dich. Vielleicht bist du hochsensibel. Hol dir noch heute mein Gratis-Workbook. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Ja, bei der Natur waren wir jetzt. So häufig wie möglich raus. Mutter Natur ist die beste Lehrmeisterin. Ja, begrüße sie, fass sie an, wälz dich am Boden, zieh auch mal im Winter die Schuhe aus und geh barfuß über die Wiese. Was soll schon passieren? Ja, du kriegst kalte Füße. Ja und? Raus, raus, raus. Beobachte die Natur. Lerne von ihr. Begrüß morgens die Vögel. Also gerade jetzt beginnt ja der Frühling, steht vor der Tür. Und die Vögel zwitschern jetzt schon anders als sonst, als im Winter. Also man hört es, man riecht den Frühling schon. Der steht vor der Tür.
Und das geht halt wirklich nur, wenn ich rausgehe. Riech an den Blumen. Also fass die ganzen Dinge an. Ja, und dann nimm dir Zeit. Also ohne dem geht es nicht. Da würde ich dir jetzt, Blödsinn erzählen. Ohne eine gewisse Zeit mit dir, mit Mama Natur oder mit Großmutter Mond ist es nicht möglich. Geht nicht. Wir hören sonst nichts. Ja, ich spreche immer gern davon, zuhören, in der Stille zuhören. Nimm dir die Zeit. Und wenn du in der Stadt wohnst, ich habe das auch schon erlebt, dann geh irgendwo in den Park oder ich bin dann in die Kirche gegangen, wenn es mir zu viel wurde in der Stadt. Da kann man auch gut zuhören in der Kirche. Und dann natürlich, wenn möglich, Literatur. Es gibt gute, schöne Morgenliteratur mit kleinen Gebeten. Nimm einen Glücksstein vielleicht mit in die Arbeit, dass du es nicht vergisst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, schreibe mir die Frage gerne in den Kommentar und ich werde sie baldmöglichst beantworten. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal.